Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Best Boys. Mein Name ist Kamal und heute gucken wir uns das Samsung GTi 9000 Galaxy S an. Und so haben wir mehrere hier. Wir packen eins aus. So sieht die Verpackung aus. Und wir machen das einmal auf, indem wir hier diese Sicherung lösen. Und die ist relativ stabil, aber natürlich kriegen wir das hier auf. Vor uns ist das Telefon, so sieht das aus. Noch mit Stickern und allem drum und dran ausgestattet, aber dazu gleich. Die Highlights des Telefons findet man schon hier auf diesem Sticker. Aber wir gucken erstmal Lieferumfang alles an. Unter diese Pappe finden wir unsere ganzen Bücher. Hier ist unser Headset, 3,5 mm Anschluss, Samsung In-Ear-Stil. So sieht das alles hier aus. Kann man damit telefonieren, Radio hören. Kopfhörer an sich sehen so aus. Relativ weich und das sind die Kopfhörer. USB-Kabel natürlich mit Micro-USB-Anschluss, ganz normal Single und Auflademöglichkeit sieht so aus, ist ein einzelnes Stück. Als Akku haben wir hier einen 1500 mAh Akku, das ist auch ganz gut so, das ist ein ganz neuer, so sieht er aus. Das ist der Akku, 1500 mAh, das braucht das Galaxy, um alles in Betrieb zu nehmen. Das legen wir eigentlich alles so zur Seite, diese Samsung auch, das war nur soweit Unboxing. Eins haben wir schon vorbereitet und zwar habe ich es hier. Das ist ein, schon was wir bereits mit Daten und alles soweit geladen haben, sodass wir uns das bestmöglich zeigen können. Bevor wir gleich losstarten und ich alles erwähne, zeige ich euch die ganzen Aufbaugeschichten und die ganze Technik. Das Telefon an sich ist ein Riesentelefon, ist ein flaches, aber vor allem sehr, sehr leichtes Telefon. Das spürt man schon so. Insgesamt ist das Telefon komplett aus Kunststoff gemacht, was eigentlich ein negativer Punkt ist. Hier, das ist wirklich Kunststoff, so dünn sogar, dass man das komplett biegen kann. Das ist der Akkudeckel. Das ist wirklich nicht so toll. Von so einem Telefon, was das von der Leistung kann, ist das echt schon schlimm. SIM-Karte hier, Akku hier rein, Speicherkarte hier rein, 32 GB maximal. 8 GB intern ist drin. Ich lege das mal wieder drauf und gucken uns erstmal weiterhin den Aufbau an. Der Aufbau beginnt ganz oben. Wir haben hier unseren Lautsprecher. Dann haben wir eine VGA-Kamera. Einige Sensoren, die man hier sieht. Jetzt sieht man die im Licht sehr gut. Darunter haben wir unser 4 Zoll kapazitives Display. Das ist kein gewöhnliches Display. Das ist ein Super AMOLED Display, welches eine Auflösung von WVGA hat. WVGA steht für 480 Pixel mal 840 Pixel. Was Super AMOLED ganz genau ist, dazu überzeuge ich euch später, indem ich euch Bilder und Videos zeige. Für Display Freaks ganz kurz die Auflösung bzw. die Pixeldichte. Das ist hier 223 Pixel per Inch. Das ist mein Display. Darunter habe ich jeweils 1 und 2 ganz normale Touch-Tasten, eine Return- und eine Menü-Taste und eine physische Taste, die man auch drücken kann in diesem Fall. Und das ist dann für Home. Das ist so meine vordere Seite des Telefons. Ansonsten finde ich hier auf meiner linken Seite ganz normal laut und leise. Sieht man jetzt ein bisschen schwierig, aber jetzt ein bisschen besser. Laut und leise finde ich hier. Auf dem Fußbereich finde ich mein Mikrofon. Natürlich auch diesen Schlitz hier, womit ich das hier öffnen kann. So sieht es aus. Auf der rechten Seite finde ich hier die An- und Aus-Taste bzw. Tastensperre, Sleep- und Wake-Taste, wie man das sagen mag. Auf dem Kopfbereich finde ich hier so einen kleinen Schieber, worunter mein Micro-USB-Anschluss ist. Daneben habe ich 3,5 mm Anschluss für Kopfhörer. Auf der Rückseite finde ich meine 5 Megapixel Kamera. Eine LED bzw. ein Xenon-Blitz fehlt hier. Hier ist ein Lautsprecher und hier ist die Verarbeitung, die jetzt hier ganz normal aus Kunststoff ist. Hier steht nochmal Google und hier Samsung. Das ist das Telefon so von der Oberfläche, von der Verarbeitung. Das Telefon ist insgesamt 122 mm hoch, 64 mm breit und sensationelle 10 mm dick. Das ist schon echt dünn, finde ich. Also sagen wir mal sensationelle 10 mm dünn. 119 Gramm wiegt das Telefon und gibt es aktuell zurzeit nur in einer Farbe. In Südkorea gibt es das nochmal in weiß, aber dann die Rückseite. Bevor ich gleich weitermache und euch weitere erzähle zu dem Telefon, einige von euch wollten unbedingt wissen, wie es eigentlich aussieht mit ein paar Größenvergleichen. Und wir haben aktuell das größte Telefon, was wir auf dem Markt haben mit 4,3 Zoll. Das ist ein von HTC. HD2, auch ein kapazitives Display, auch riesig, aber halt mit anderen Betriebssystemen. Ganz kurz, ihr seht von der Breite, es spiegelt sehr stark, aber kann ich leider nicht vermeiden und können wir leider in diesem Fall nicht vermeiden. Das HD2 ist ein bisschen breiter insgesamt, natürlich auch in diesem Fall ein bisschen dicker und man sieht schon hier die Breite ungefähr. Und die Höhe, da ist es teilweise gleich. Das Galaxy S hat noch einen kleinen Knick hier unten, so eine kleine Rundung, wie man das hier sieht. Aber im Großen und Ganzen unterscheidet sich das von 4,3 Zoll auf 4 Zoll nur um 0,3 Zoll.
Das ist das HD2 und was wir noch demnächst euch zeigen werden, auch ein tolles Telefon, auch ein Oberklassen-Smartphone, eins von Motorola. Das ist das Milestone XT720, das erste Telefon quasi mit einem richtigen Xenon-Blitz, 8 Megapixel und HDMI. Das hat dagegen hat 3,7 Zoll, hat auch kapazitiv, hat aber ganz andere technischen Highlights. Ihr seht, das Display ist auch hier ein bisschen. Wir haben ein ganz starkes Licht hier, das ist der Hintergrund. Aber von den Größenvergleichen her seht ihr, dass das XT720 ein bisschen kleiner ist, dafür aber deutlich dicker ist und natürlich auch deutlich breiter ist, deutlich nicht so breit ist wie zum Beispiel dieses hier, wie das Galaxy S. Das zu den Größenvergleichen. Ich lege das einmal wieder so zur Seite. Wir beschäftigen uns weiter mit dem Telefon. Ich mache das einmal an und wir sehen zum Beispiel hier die Oberfläche. Was läuft hier von der Technik? Android OS 2.1, Eclair mit dieser sogenannten TouchWiz-Oberfläche. Wir haben GPRS, Edge 3G, HSPA, AGPS, WLAN, BG und N-Standard. Wir haben Bluetooth 3.0, was einen höheren Datenraten betrifft, was einen höheren Datenraten anbietet. Ich entsperre das mal, indem ich jetzt mal diesen Schatten hier ziehe. Ihr seht zum Beispiel einmal raufdrücken und wegziehen, dann entsperrt das quasi. Ansonsten sehe ich hier im Entsperrmodus meine Uhrzeit und natürlich hier. Ansonsten vom Telefon natürlich sehr, sehr wichtig zu sagen, zwei Highlights, das Display, das Super AMOLED Display, was ihr auch schon mittlerweile seht. Und natürlich diesen 1 GHz Hummingbird Prozessor mit einer erweiterten GPU, zurzeit der beste Prozessor, den es auf dem Markt gibt. Vom Speicher hier, wie gesagt, 8 GB, welcher auch gleichzeitig ROM ist, und 512 MB RAM. Das ist das Technische gewesen. Ich hoffe, ihr habt alles soweit mitbekommen. Wenn nicht, dann hört euch das nochmal genauer an, wenn euch das wichtig ist. Wir beginnen jetzt mit der Oberfläche. Wenn ich es starte, beginnt das quasi so, wenn ihr das erste Mal das Telefon startet, dann beginnt ein Einrichtungsmanager, der euch alles einrichtet. Und so sieht es quasi aus. Ihr habt mehrere Homescreens, 1, 2 bis hin zur, ihr seht, 6. 7 ist maximal. Wie finde ich das raus? Ganz einfach. Ich drücke die Menütaste hier und sage auf Bearbeiten. Dann zeigt er mir so halbtransparente Homescreens an. Einige sind dagegen belegt und einige dagegen sind leer. Und das kann ich auf Plus drücken. Und das ist auch schon meine 7. Das sehe ich dann hier. Und Plus ist quasi weg. Das heißt, 7 ist maximal. So, und was bringt mir natürlich jetzt diese fixierte Geschichte hier? Ich drücke einmal auf Home, fixiere das wieder. Jetzt habe ich nicht gespeichert. Aber ihr seht vom Prinzip her, wie das ist. Jetzt habe ich hier 7 Homescreens oder 6 Homescreens. Was mache ich damit? Die sind alle leer. Ja, ich kann einfach festhalten irgendwo, kann Samsung-Widgets hinzufügen. Das sind die sogenannten Samsung-Widgets aus TouchWiz. Bestimmte Apps zum Beispiel oder bestimmte Widgets. In diesem Fall ist es zum Beispiel AccuWeather. Und wir addieren das mal hinzu. Und dazu kommen nochmal Stadt auswählen, Uhrzeit. Und ich kann jetzt hier mein Wetter mir anzeigen lassen. Hier habe ich zum Beispiel was hinterlegt. Jetzt hinterlege ich hier noch was. Diesmal nehme ich aber keine Samsung-Widgets, sondern Android OS-Widgets. Und die Auswahl ist erstmal hier nicht so riesig. Die kann man natürlich aber erweitern mit dem Google Android Market, was wir euch auch noch zeigen werden. Neben Widgets und neben Samsung Widgets habe ich hier noch Schnellzugriffe, wie zum Beispiel hier, was ihr hier seht, fixierte zum Beispiel auch hier. Wir haben jetzt einige netzanbieterspezifische Programmverknüpfungen. Wir haben Market hier oder Market hier. Und ich kann nochmal zeigen, was genau das ist, Schnellzugriffe und was finde ich da, Ordnermöglichkeiten. Apps direkt. Ich kann auch zum Beispiel einen Kontakt auf dem Display hinterlegen lassen, wo ich sage, okay, das ist meine Mama, meine Freundin, mein Freund und den rufe ich am meisten an. Das sind solche Gedanken. Halte ich nochmal fest, was finde ich noch? Ordner natürlich und Hintergrundbilder. Das will ich euch mal zeigen. Aktuell seht ihr einen Hintergrund, welches sich ständig ändert, indem ich zum Beispiel von einer Position auf andere Position wechsle. Wir wollen mal ein bewegtes Hintergrundbild nehmen und sagen dazu Live-Hintergrundbilder. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier, habe ich eine gleich große Auswahl. Auch dies lässt sich erweitern mit zum Beispiel vom Android Market. Und wir wollen mal hier sowas hier nehmen. Pusteblume steht hier. Wähle ich das einmal aus, zeigt mir zum Beispiel einmal eine Demo, wie das dann aussieht. Und wenn es mir gefällt, dann sage ich hier Hintergrund festlegen. Und ihr seht eine kleine leichte Animation, was doch ganz schick ist, wenn man möchte, wenn nicht, dann ändert das natürlich um, wie ihr das wollt. Es gibt natürlich, wie gesagt, vieles, 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 was man zeigen kann. Wir machen aber erstmal weiter. Das ist mein Homescreen im Großen und Ganzen, was ich euch zeigen kann, was ihr wissen solltet. Einige Apps sind hier fixiert. Was genau das ist, zeigen wir hier auch gleich. Wir beginnen gleich hier mit Kontakt, wie hier ihr das seht, Telefon, Kontakt und Nachrichtenmenü. Telefon natürlich, ganz normal, meine Tastatur, die finde ich hier jetzt. Schön groß, von den Ziffern riesig. Eigentlich was ganz Normales, was ganz Standardmäßiges, Anrufliste, Favoriten und Kontakte. Gehen wir nochmal zurück und wir finden hier zum Beispiel
unterschiedlich neben diesen ganz normalen Verknüpfungen natürlich, was ich meinte, fixiert, meine Kontakte. Die sind natürlich alphabetisch geordnet und hier ist immer so ein Icon. Dieses Icon steht dafür, woher die Kontakte stammen. Die können aus Facebook stammen, die können aus Twitter stammen, die können aus Exchange stammen, wie bei mir zum Beispiel. Aus Google können die stammen. Und ja, jetzt habe ich zum Beispiel hier meine Möglichkeiten. Ich finde hier alle meine Kollegen, alle meine Freunde. Neige ich das Display einmal, dann neigt sie natürlich die Anzeige mit. Und wahrscheinlich der ein oder andere Android-Fan hat schon mal gesehen, Telefone von Android lassen sich meistens nur 90 Grad nach links neigen. Das Galaxy, das lässt sich auch 90 Grad nach rechts neigen. Also klappt auch relativ schnell, ihr seht. Und wie sieht zum Beispiel ein Kontakt aus? Wenn ihr einen Kontakt auswählen, ich nehme zum Beispiel mal Samir hier, der auch hinter mir sitzt. Jetzt finde ich hier seine Nachrichten, beziehungsweise hier seine Standarddaten, Info. Ich kann natürlich auf Verläufe gucken, wie kommuniziert worden ist, Aktivitäten. Aktivitäten spricht für Social Networking. In diesem Fall, sagen wir mal, ich habe Samir noch bei Facebook drin. Dann würde er mir noch hier seine Status anzeigen, seine Medien würde er mir anzeigen, seine Bilder aus Facebook. Also relativ, relativ cool. Ignoriert bitte das, was hier steht. Das ist erstmal nur ein reiner Fehler. Bisschen umfangreicher zeige, kann ich es ja mal zeigen, wenn ich meinen Kontakt nehme. Da sind zum Beispiel dann wirklich mehrere Rufnummern, ein paar E-Mail-Adressen. Eine Anschrift drin ist drin, welche diese Synergie erstellt, wenn ich raufdrücke, dass zum Beispiel Google Maps startet. Jetzt holt er sich diese Daten, das Kartenmaterial holt er sich aus dem Mobilfunknetz und zeigt mir natürlich an, wo ich mich befinde und wo gerade natürlich Kamal Fahd und natürlich auch wohnt. Das kann ich hier ganz normal zoomen natürlich und hab die Grundfunktion, die Google Maps mir bietet. Gut, das ist erstmal nicht so wichtig, aber ihr habt gesehen, wie Kontakte aussehen. Ich hoffe, dass wenn euch das wichtig war, dass es soweit euren Zweck erfüllt hat. Machen wir gleich weiter mit Nachrichten und alles, aber dazu zeige ich euch gleich mehr. Wir gehen direkt ins Menü, indem ich hier die blaue Taste drücke. Dann startet auch schon mein Menü. Menü ist gegliedert in drei Homescreens, je nachdem, wie viele Apps ihr aus dem Google Market runterladet. Oder zum Beispiel Samsung Apps, erweitert sich das dann automatisch. Aber was sehen wir hier? Wir sehen hier, beginnen alles von der Zahl bis hin zu A wie Adyoka E-Book, was ein E-Book-Programm ist. AllShare, was Medien über DLNA-Technik übertragen lässt, zum Fernsehen, zum PC. Dann haben wir Daily Briefing, sowas wie Newsfeed von Samsung. E-Mail ist das nächste, was ich euch zeigen möchte. E-Mail könnt ihr natürlich einrichten via Pop, via IMAP oder wie in unserem Fall über Exchange, wo dann Kontakte und Kalender mitkommen. Gut, in diesem Fall greift er nicht zu. Aber mir ist erstmal wichtig, dass ich euch die Tastatur zeige, zwei, drei Highlights zeige, was das Telefon mit sich bringt. Ich klicke einfach hier, wenn ihr es nicht gesehen habt, auf diese touchbasierte Taste hier und sage auf E-Mail schreiben. Dann starte quasi mit meinem Layout und meine Tastatur springt gleich an. Das kann ich sagen, an wen soll die gehen? Soll ein CC Carbon Copy, Black Blind Carbon Copy reingehen, Betreff. Und hier kann ich meine Nachricht schreiben. Entweder schreibt ihr eure Nachrichten mit einer Hand, so wie ich das gerade mache, oder ihr neigt das Telefon. Oder ihr neigt das Telefon in dieser Hand, in dieser Richtung, wenn euch das jetzt von der Handtechnik besser gefallen tut. Die Tastatur an sich ist relativ groß, also man kann sagen, dass man relativ gut schreiben kann, Fehler kann man vermeiden. Ich kann zum Beispiel jetzt so fließend hinter der Kamera meinen Namen schreiben. Versuchen wir es nochmal so hier und nehme ich nochmal jetzt ein bisschen was anderes. Und ihr seht, Samir kann ich auch fließend schreiben. Drücke ich zweimal Leertaste, was Standard bei Android ist, dann gibt er automatisch einen Punkt ein. Das ist eine Texteingabemethode. Die zweite Texteingabemethode aktiviert ihr mit Swipe. Swipe ist eine ganz, ganz coole Sache. Ich persönlich bin davon nicht so überzeugt, aber die meisten schon. Wir gucken uns einmal an. Wenn ihr das Telefon dann später kauft, dann ist ab Werk diese Tastatur an, die ihr jetzt hier auch seht. Bin ich zum Beispiel in einem Textfeld und halte ich da fest, dann fragt er mich Eingabemethode. Und jetzt sage ich hier zum Beispiel Swipe. Anstatt der Samsung-Tastatur. Und Swipe ist ab Werk hier mit installiert. Jetzt fragt sich die eine andere, was ist eigentlich Swipe? Gut, gucken wir uns Swipe an. Was mache ich hier? Ich habe hier auch ganz normal wieder eine Tastatur. Und ich möchte einfach schreiben, hallo. Der eine oder andere würde tippen. Ich mache folgendes. Ich halte ein H fest, gehe an L und O. Dann habt ihr gesehen, was passiert ist. Ihr habt quasi nur diese Tasten berührt, die ihr auch dann wirklich, die in eurem Wort auch vorkommen. Und es schreibt hallo. Es gibt jetzt ein, zwei Wörter, die natürlich nicht funktionieren. Schreiben wir zum Beispiel, wie geht's? Das macht extra natürlich einen Fehler. Und dann frage ich mich auch zum Beispiel, wie? Eigentlich brauche ich gar nicht Pause zu machen. Eigentlich kann ich auch direkt weiterschreiben und erkennt das intelligent weiter. Schreiben wir mal einfach, wie geht's? So, ich habe jetzt eigentlich schreiben wollen, wie geht's dir? Was nicht geklappt hat. Das ist ein Grund für mich, wieso ich Swipe nicht so sehr mag. Aber entscheidet selber, ob euch das gefallen hat oder nicht, ob ihr Potenzial daran seht, weil man kann tatsächlich wahnsinnig schnell damit schreiben. Wie gesagt, einige mögen es nicht.
Ich bin kein Fan davon, aber schaut euch das in aller Ruhe an. Es ist eine coole Sache. Man braucht ein bisschen Übung dazu und dann ist es eigentlich auch ganz cool so. Das war E-Mail. Als nächstes ab Werk, was installiert ist, was ich persönlich ganz gut finde, was wir eigentlich alle ganz gut finden, ist so ein Datei-Explorer. Android hat normalerweise keinen Datei-Explorer. Ich kann nicht auf mein Telefon gucken. Ich habe keine Transparenz auf mein Dateisystem. Hier kann ich direkt gucken auf meine Speicherkarte, auf meinen Speicher an sich. Kann natürlich auf andere Sachen natürlich umgehen. Kann gucken, okay, was ist hier drin, was ist da drin. Kann Dokumente öffnen. Also eine volle Transparenz in mein Dateisystem. Als nächstes natürlich Einstellungen. Hier finde ich alle wichtigen Sachen. Apropos Einstellungen. Einer von euch wollte wissen, wie man eigentlich Internet löscht oder beziehungsweise Internet sperrt. Internet kann man ja nicht löschen, aber Internet kann man sperren, wenn zum Beispiel ihr das Telefon nicht mit einem mobilen Internet verwendet, was wie ich es zum Beispiel mache, ansonsten mit dem WLAN verwendet. Dann geht ihr ganz normal in drahtlose und Netzwerke rein. Dann natürlich mobile Netzwerke. Und unter Zugangspunktnamen findet ihr alles, was wichtig ist. In diesem Fall der Zugang fürs Internet und der Zugang für MMS-Nachrichten. So, jetzt möchtet ihr das Internet löschen, geht einfach rein und öffnet das und hier unter Menü könnt ihr dann sagen, APN löschen. Habt ihr einmal APN gelöscht, dann kann sich das Telefon gar nicht mehr ins Internet einwählen, es sei denn, ihr seid übers WLAN online. Ja, das soweit zu der Anfrage, die ganz gesondert gestellt worden ist. Haben wir gemacht, wie versprochen. Machen wir jetzt weiter, Einstellung. Als nächstes habe ich hier meine Galerie. Sieht dann so aus. Sieht unheimlich cool aus. Wer Nexus One schon mal gesehen hat, findet die Galerie wahrscheinlich echt cool. Die hat so ein 3D-Element, das heißt, die reagiert auf den Beschleunigungssensor. Das heißt, wenn ich das hier von neige, guck mal, was dann passiert. Neigen sich die Inhalte gleich mit. So zum Beispiel, jetzt achtet mal darauf. So. Relativ cool eigentlich. Vielen bringt das was, vielen bringt das nichts. Ich habe auf der Speicherkarte einen Ordner. Ordner habe ich irgendwie komisch benannt oder benannt, wie ich es möchte. Dann wird mir das als Album hier gezeigt. Das heißt, je mehr Ordner ihr habt, umso mehr Alben habt ihr hier auch. Jetzt habe ich hier ein Bild geschossen, was wir mit dem hier geschossen haben. Finde ich hier quasi. Und Kamera finde ich hier. So, jetzt kann ich mein Bild hier öffnen. Und kann natürlich hier ganz normal Pitch-to-Zoom-Sachen machen. Finde eine relativ gute Ansicht hier. Wir gehen aber mal raus. Ich zeige euch was Erweitertes, was ein bisschen mehr Fülle hat. Wir gehen mal zurück. Und ich habe hier ein Album, wo ich einige Bilder habe. Hier zum Beispiel. Und ihr seht, wie die Bilder sich aufladen, schnell einsetzen. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Bild. Und jetzt kann ich ganz normal hier sliden, wenn sich das schon geladen hat. Nehmen wir mal das hier, was sich ein bisschen schneller laden lässt. So, ihr seht, das ist nämlich das, wovon ich spreche, das beste Display aller Zeiten. Das ist das Super AMOLED-Display, was relativ starke Kontrastfarben hat, stark leuchtende Farben hat. Und man hat natürlich einen ganz, ganz guten Betrachtungswinkel dabei. Das heißt, wenn ich das hier von groß neige und sage zu meinen Freunden, hey, hier, guck mal rauf, dann kann ich immer noch viele Dateninformationen entnehmen. Zusätzlich zu der Kontrastgeschichte und diesem Betrachtungswinkel hat ein Super AMOLED-Display keine Hintergrundbeleuchtung. Das heißt, es ist energieeffizient und relativ cool eigentlich, was den Akku angeht. Das soweit zum Display, was dieses Super AMOLED auszeichnet. Und ansonsten Pitch-to-Zoom-Gesten natürlich ganz, ganz einfach. Neigen lässt sich das auch überall. Ihr seht, wie schnell das auch reagiert. Relativ cool, relativ schnell. Vor allem, wenn man das Telefon so leicht in der Hand hält, dann vermittelt das ein ganz besonderes Gefühl noch. Videos gucken wir uns gleich an. Da ist das schon richtig Hammer, wenn man bewegte Bilder noch sieht. Als nächstes haben wir hier Internet. Kein Browser, der nennt sich quasi wirklich Internet. Und wir gehen auf eine Seite. Ich klicke einfach rauf, kann jetzt hier direkt über Swipe eingeben, was Swipe als eingestellt ist. Aber in diesem Fall möchte ich das natürlich nicht, weil Swipe zwar ganz normale Wörter erkennt, aber keine Internetseiten. So, welche Seite besuchen wir? Ganz einfach, wir suchen unsere eigene Seite. Entweder tippe ich, wie gesagt, so und gebe über Best Boys ein, was er mir dann auch natürlich in der Suche vorschlägt, wenn ich mit dem Internet verbunden bin. Wenn ich nicht verbunden bin, schlägt er mir auch natürlich nichts vor. Jetzt kann ich hier die Google-Suche anwenden und sagen Best Boys. Ihr seht, ich bin jetzt über HSBR gerade online, nicht über WLAN. Und meine mobile Seite wird mir angezeigt vom Best Boys. Und ich kann jetzt hier unten auf ganz normal Original klicken. Diesen akustischen Ton, den ihr gerade hört, den könnt ihr auch ausschalten, falls euch das nervt. Jetzt wird die Seite geladen, schnell. Ich neige das am besten nochmal, weil wir uns eher das Horizontale angucken möchten. Und jetzt, wo die Seite geladen ist, vollständig, WVGA, recht hohe Auflösung
Und ich kann das Ganze mal scrollen, ohne dass die Seite ständig nachgeladen wird. Kinetisch scrollen natürlich. So. Und wenn ich möchte, um was zu lesen, wenn ich irgendwas lesen möchte, ich kann das persönlich sehen, ich hoffe, ihr könnt es auch sehen. Wenn nicht, dann 1, 2 raufklicken, dann zoomt sich das alles ein. Oder ihr verwendet eure 2 Finger und macht das einfach ganz normal so. Also was heutzutage komplett Standard geworden ist. Das soweit zum Browser. Wir machen weiter und gucken uns als nächstes, ich mache mal hier, als nächstes einen Browser an, also zum Internet, Kalender. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier einige Termine, die jetzt aus meinem Exchange kommen. Das heißt, einige Dummy-Termine. An Tagen, wo ich was habe, habe ich so ein Dreieck hier. An Tagen, wo ich nichts habe, finde ich auch keine Termine. Klicke ich was rauf, finde ich einen Termin rauf, klicke ich nochmal rauf, finde ich den ganzen Tag und kann natürlich über Menü andere Ansichten wählen und so weiter und so fort. Das ist der Kalender relativ gut organisiert. Kamera ist als nächstes wichtig und wie wichtig die ist. Nicht nur eine 5-Megapixel-Kamera mit richtig guten Bildern bietet sie mir hier an. Zwar fehlt mir, wie gesagt, oder euch wahrscheinlich auch schon gesehen, eine LED oder ein Blitz, aber von den Aufnahmen ist es schon was ganz, ganz Ordentliches, was Vernünftiges. Und ich habe natürlich hier Touch-Fokus, um zu sagen, was genau ich scharf gestellt werden möchte oder was genau scharf gestellt werden soll. Löse hier aus und schon habe ich hier meine Bilder, die mir natürlich in der Galerie dann hinterlegt werden. Großartig natürlich von der Einstellung, von den Möglichkeiten hier, hat man viele Sachen. Aber ihr solltet nur einmal raufgucken und das ist so die Möglichkeiten. Neben der Kamera habe ich natürlich hier einen Camcorder, womit ich Videos aufnehmen kann. Videos kann ich in 720p Qualität aufnehmen. Wenn diese Zahl nichts sagt, HD, also richtig gute Videos, wie beim iPhone auch mit 30 Bilder pro Sekunde, was echt cool ist. Ein Testbild bzw. Testaufnahme machen wir dann auf der Internetseite, veröffentlichen wir auf Internetseite auch auf YouTube und ihr könnt euch dann angucken, was genau, wie die Qualität ist. Das soweit zu der Kamera. Wir haben wenig Zeit, deswegen überspringen wir solche Sachen. Aber überzeugt euch nochmal selber von der Qualität der Bilder und von der Qualität des HD-Videos, wie gut die doch wirklich sind. Solche Standard-Apps aus dem App Store wie Layar haben wir hier vorinstalliert. Was genau das auch ist, zeige ich euch auch gleich. Ihr geht durch die Straße, macht diese App an und diese App sagt euch zum Beispiel, was ist, welches Geschäft wie heißt. Das ist ein Augmented Reality Browser, sagt man dazu. Probiert es selber aus, es macht echt Spaß. Und habt ihr nicht genug von Apps, dann geht ihr in den Market rein, braucht dafür einen Gmail-Account, akzeptiert die AGBs, wie zum Beispiel hier gleich. Und einige Apps, die besten Apps, sind meistens kostenlos. Man hat hier ein Verhältnis von 60-40. 60% der Apps sind kostenlos, 40% sind kostenpflichtig. Market ist eine ganz coole Sache. Mittlerweile mehr als 80.000 Apps. 80.000, ne? Genau, 80.000 Apps. Und wir sehen hier zum Beispiel gratis. Und dann haben wir natürlich eine Anwendung Spiele Rubrik und natürlich alles, was man runtergeladen hat, findet man unter Downloads, Google Maps, Updates ist verfügbar. Aber es ist eine ganz, ganz coole Sache, also muss man echt sagen, die Qualität der Apps steigt mittlerweile. Na klar gibt es auch nach wie vor Trash-Sachen, aber wenn man ein bisschen pfiffig ist, dann findet man schon was Ordentliches. Ja, dann finde ich hier noch Memo, sowas wie Mini-Diary, ein Spiel finde ich hier noch. MP3-Player, der ist für euch wichtig. Gut, gucken wir uns das einmal an. Starte ich einmal. Dann finde ich hier alles nach... Ja, alle Titel, Interpreten finde ich hier. Kann hier einmal ganz normal schwenken, wie bei dem Better OS-Telefon Wave auch. Nach Genren, nach Interpreten, nach Alben. Und wir gehen mal auf alle und gucken uns mal an, was so die Liste hergibt. Und ich kann natürlich hier auch auf einen bestimmten Buchstaben wechseln. Und relativ schnell, ihr seht, wie zügig das klappt. Nehmen wir mal sowas hier wie I Get It In. Ja, das hören wir uns gleich in Ruhe an, aber erstmal den Aufbau, hier oben Track, Lautstärke, natürlich Regelung hier. Achtet darauf, dass wir einmal auf Lautstärke 15 sind und ich hier auch komplett laut gestellt habe, also von der Wippe hier auch komplett laut bin. Dann findet ihr natürlich diesen Albumnamen oder natürlich hier auch zum Beispiel, wer der Interpret ist. Ein Albumart, ganz normale Steuerung, hab eventuelle Optionsmöglichkeiten hier, zufällige Wiedergabe und viele andere Möglichkeiten. Wir spielen mal einmal ab, indem ich einmal Play sage und achtet mal auf die Lautstärke. Ja, warum ich das gesagt habe, deswegen
Das Galaxy S ist ein High-End-Telefon. Es bietet einen richtig guten Prozessor, bietet eine richtig gute Leistung, hat ein super Display. Aber in diesem Bereich versagt es echt, weil der Lautsprecher ist wirklich nicht sonderlich laut. Es ist schon, hört sich schon nicht nur leise an. Von der Qualität her hört sich es gut an, aber von der Lautstärke ist er schon deutlich nicht so laut wie zum Beispiel andere Telefone. Um nochmal ganz kurz die Visualisation zu jetzt zeigen, wie genau hier alles aussieht. Ich sehe hier Tracks, möchte zum Beispiel alles ein bisschen grafisch haben, dann neige ich das Telefon und dann finde ich hier meine CDs, die in so einer 3D-Ansicht mir gezeigt werden. Einige sagen dazu, Coverflow ist kein Coverflow, Coverflow ist von iPhone, aber das ist was ganz anderes. Suche ich nach was Bestimmtem und ich habe hier mehrere Tracks, nicht so wie hier zum Beispiel zu 40 Tracks oder sowas. Suche ich nach was Bestimmtem, dann klicke ich auf diesen Pfeil hier. Dann kann ich hier alphabetisch nochmal zugreifen und sagen zum Beispiel M. Und dann zeigt ihr mir alles nochmal von M oder von H an. In diesem Fall wiedergibt es natürlich auch, wenn ihr es direkt raufdrückt. Und alle raufgedrückt findet ihr nochmal einen Filter auf Interpreten nochmal. Und ihr seht, wie schnell das alles hier klappt. So ist die Möglichkeit, seine Musik zu ordnen, beziehungsweise in der Musik zu browsen oder in der Musik alles zu suchen. Das soweit zum MP3-Player. Wir holen uns die Nachricht raus, dass die Lautstärke des Lautsprechers nicht so laut ist wie andere Telefone. Aber vom Klang her in Ordnung. Dafür kann man aber sagen, dass der 3,5 mm Anschluss relativ gut ist und die Headsets oder die Kopfhörer dazu sind auch relativ gut. Samsung Apps ist auch ein App Store. Nicht nur Google Market, was wir hier haben, wo wir einige Apps finden. Hier zum Beispiel. Wo hier die Anzahl natürlich relativ riesig ist im Vergleich zur Samsung Apps. Hier haben wir nicht so viel, Samsung arbeitet daran. Aber es ist eine gute Sache, dass man zwei App Store hat. Ein paar exklusive Sachen findet man hier. Wie genau das alles runterzuladen ist und alles, das könnt ihr natürlich selber erforschen. Wir haben jetzt leider die Zeit nicht. Wir wollen euch zügig weiter zeigen, was genau Sache ist. Samsung Apps habe ich euch gezeigt. Als nächstes haben wir hier, falls ihr euch fragt, was genau das ist, das sind anbieterspezifische Apps, die zum Beispiel bei einem freien Galaxy S nicht dabei sind. Wir machen weiter, gehen weiter hier rüber auf die dritte Seite und da finde ich auch das, was ich euch zeigen möchte, nämlich der Videoplayer. Klicke ich drauf, habe meine Videos hier und ich habe ein HD-Video hier, nämlich ein Video mit einer Auflösung von 1280x720 Pixel und das wiedergeben wir mal, überzeugt euch einmal von der Qualität und genießt einfach mal ganz kurz, wie das alles hier aussieht. Wenn du nach Vegas fahren willst, ist das völlig in Ordnung. Was redest du da für ein Quatsch? Naja, Phil und Stu sind deine Kumpels und das ist dein Junggesellenab. Es ist jetzt einfach nur wichtig, dass wir Dark sind. Hier ist Ihr Wagen, Officer. Oh Gott. Nein, ich glaube, da war nur Sie und so ein anderer Typ. Ging's ihm gut? Ja, bestens. Wir waren völlig besoffen. Oh Scheiße, waren wir fertig. Können Sie uns vielleicht sagen, was letzte Nacht passiert sein könnte? Hey, Glückwunsch, du. Du bist qualifiziert, um dich ums Baby zu kümmern. Oh mein Gott. Ihr fragt euch, wieso ich eigentlich sowas hier gemacht habe, um euch zu zeigen, dass die Videowiedergabe nur 90 Grad nach links geht, nach 90 Grad nach rechts oder im vertikalen Modus klappt das natürlich nicht. Warum auch? Weil natürlich so jedes Video ist im Landscape-Format, so guckt sich eigentlich kein Video normalerweise jemand an. Ich hoffe, ich konnte euch überzeugen von der Videoqualität, denn die ist umhauend richtig cool. Die ist echt von der Qualität her, von den Bildern her, von der Schnelligkeit her super cool, also echt ganz, ganz cool. Als nächstes will ich euch natürlich zeigen, wie YouTube dann funktioniert. Wir sind jetzt über Mobilfunk online. Guckt euch das einmal an. Wenn ihr zum Beispiel so ein Video uns laden wie, sagen wir mal hier von Ray. Es ist jetzt nicht so ein langes Video. What's happening for him? Have you guys ever rear-ended someone? No, I don't mean like rear-ended someone. I mean like driving along, having a good time and then a fucking scooter pulls out in front of you. Jetzt fragt ihr euch im Vergleich, wieso die Qualität hier so schlecht ist. Deswegen, weil wir über Mobilfunk online sind. Wären wir jetzt über WLAN online, dann ist es ganz anders. Dann ist die Qualität wirklich auch richtig cool hier. Das könnt ihr uns mal hier anmachen. WLAN an und aus, Ton und so weiter und so fort. Das ist im Großen und Ganzen das Galaxy S. Viele Möglichkeiten. Ich hoffe, wir haben euch heute nicht Android gezeigt, sondern gerätespezifisch das Telefon gezeigt, die Stärke des Displays gezeigt, die Stärke großartig nicht des Prozessors, indem wir jetzt irgendwelche 3D-Games gezeigt haben, weil aber die Zeit jetzt knapp geworden ist. Aber ich hoffe, dass das für den Einstieg für euch reicht, dass ihr wisst, wie das Telefon zu bedienen ist, was wirklich cool am Telefon ist, nämlich wirklich das Display und die Leistung. Alles andere ist Middle Class. Genaueres ein Fazit
Was das Telefon in Stärken, Hass, Schwächen hat, findet ihr auf unserer Seite. Die Bilder, die wir mit dem Telefon schießen, findet ihr auf unserer Seite. Außerdem natürlich ein paar Videos, was wir mit dem Telefon machen, findet ihr auf unserer Seite. Wir haben euch alles gezeigt. 450 Euro kostet das Telefon ohne Vertrag, günstigerweise über Amazon. Aber schaut auf unsere Seite nochmal. Wir haben auf unserer Seite ganz oben rechts ein ganz, ganz gutes Angebot. 420 Euro kostet das Telefon aktuell da über unseren Partner. Wenn euch das gefällt, schaut euch das an. Abonniert uns, folgt uns auf Twitter und wir sagen auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und bis bald.